Man, schön ist schon bei uns. Die Berge, die Wiesen, die saftigen Berne groß. Wir haben es schon schön. Ja, wenn man nur das anschaut, was man sehen will, dann schauen. Was meinst du denn damit jetzt? Ja, schauen wir neben dir. Eigentlich hast du recht. Da muss ich direkt an meine Frau Bürgermeisterin anrufen. Kannst du ruhig probieren. Dreimal habe ich schon angerufen und noch nie ist was passiert. Ich schaue jetzt selber mal. Super, danke. Wiederhören. Die Damen wünschen? Ja, wirklich. Ich habe was Bestes auch zum tun. Ja, singst du nicht? Ja, der Müll liegt immer noch. Hermann, was ist da los? Was sind das für Zustände? So ist unser Müllsystem. Was kann. Das wird nur alle zwei Wochen der Müll geholt. Außerdem, woher soll ich wissen, dass der schon wieder voll ist? Nur weil das seit Jahren so ist, heißt das nicht, dass es funktioniert. Ja, du hast recht, ich hätte da etwas Interessantes gefunden. Ja, interessant, interessant. Was ist das schon wieder? Ja, da gäbe es was, das wäre sogar in Linz. Ember GmbH heißt es. Ember? Das kann gar nichts sein. Ja, was ist denn das wieder für Innovation? Eine Veränderung wäre mal nicht schlecht. Also, da steht, Ember ist ein Mülleimer mit integriertem Schredder und Presse sowie Verbindung zur Unternehmenszentrale, zur Anzeige des Füllstandes bzw. Notwendigkeit der Entleerung sowie Weiterleitung möglicher Fehlermeldungen oder Schäden. Ember verfügt außerdem über einen eigenen autonomen Antrieb durch Photovoltaik. Und das heißt jetzt was? Ja, schaut mal her, da ist eher ein Video. Schaust du mit dem Müll jetzt? Press A. Geschreddert und dann press. Also das heißt, wir brauchen dann auch nicht mehr so viel Platz und es dauert länger, bis der Müll einmal voll ist. Außerdem ist die Entleerung auch nicht mehr so blöd. Das heißt, das ist ein Mülleimer, der Müll gleich schreddert und presst und ein Signal gibt, wenn er voll ist. Dann kommt gleich zum Auslaufen. Wie würde es jetzt auch nicht so ausschauen? Ja, aber wie soll das Ganze dann bitte getrennt werden? Das machen wir ja auch nicht. Das kommt alles zur Müllverbrennungsanlage. Und wie lässt das Ganze aus? Also da steht, dass sich die Firma sowohl um die Entleerung als auch um die Entsorgung kümmert. Das heißt, wir müssen sich dann um gar nichts mehr kümmern. Ja, und ich habe keine Arbeit mehr. Was das so viel zum Tor hätte gedacht. Stimmt eigentlich. Die Zeit könnte die woanders sinnvoller nutzen. Ja, aber was ist, wenn ein Kind in den Schredder eingreift? Das ist ja gefährlich. Da gibt es eine Klappe und erst wenn die geschlossen ist, schaltet sich der Schredder ein. Ja, er ist recht und schön. Aber was sollte der Spaß denn noch kosten? Leasen kann man es und wir können sie sogar fürs Pilotprojekt melden. Was ist ein Pilotprojekt? Die wollen eine Idee praktisch in die Gemeinden testen, da will man es nur mehr billiger kriegen. Ich sag's euch, wir taten so gut dastehen, wenn wir so eine innovative Gemeinde sind. Außerdem würden sich die Bewohner auch wohl fühlen, wenn es nicht so ausschaut. Du hast recht. Ich glaube, Ember steht bald in unserer Gemeinde. Profitieren da mal alle davon. Oder was sagt ihr?